darf man ja sich anscheinend noch eine Weile kümmern. Also ich meine jetzt nicht sinnlos, sondern geistige Freunde, die auf der Meditation entstehen. Also wenn ich das zu den Gefühlen zähle, ich weiß nicht, ob das so stimmt, dann kann ich das auch noch eine Weile sagen. Und jetzt ist meine Frage, wie ist das? Wie wird auch Nibbana, ne? Es gibt ja noch andere Beschreibungen von Nibbana, ne? Das wird es als Ultimate Happiness bezeichnet. Also, ja, übernatürliche Glückseligkeit. Und es müsste eigentlich deine Frage beantworten. Die Dinge, ne? Zum Beispiel die Güte, die wir suchen in unserem Herzen. Das ist ja da keine Identifikation, wir identifizieren uns ja nicht. Das ist ja einfach ein Bestandteil. Ein Bestandteil unserer Natur, unserer aller Natur. Ne? Der eine hat sie im Moment ein bisschen mehr, der andere hat sie ein bisschen weniger und beim anderen ist sie vollkommen verschüttet. Ne? Je mehr wir zu unserem Herzen vordringen, umso mehr kommen wir eigentlich zu den Grundqualitäten des Herzens. Ne? Metta, Karuna, Mudita, ne? Und was ist das dritte? Die Equanimity, UPK. Ja. Gleichmut, ne? Mit Freude. Mit Gefühl. Güte, ja? Ja, es ist ja alles da drin. Und damit brauchen wir uns nicht zu identifizieren, ne? Das ist die Qualität unseres Herzens. Ja? Und der Arahant hat sie natürlich im vollen Maße. Ja? Also die Vorstellung, dass wir den Kreuzweg gehen, das ist ganz christlich. Ne? Das haben die Christen damit in den Buddhismus reingegeben, dass es ein Leidensweg ist. Ne? Nein, es ist gerade das Umgekehrte. Wir befreien uns von dem Leiden oder wir befreien uns von dem Dukkha. Und wenn wir uns von dem Dukkha befreien, wie können wir dann nicht glücklich sein und zufrieden sein? Und Freude empfinden und Dankbarkeit empfinden. Wenn man Dankbarkeit empfindet, na, das ist doch ein unheimlich warmes Gefühl. Das ist doch ein schönes Gefühl. Wenn man großzügig sein kann, das ist doch ein unheimlich schönes Gefühl. Ne? Nur der Arahant weiß halt nicht mehr, dass er großzügig ist, weil das ist er einfach. Ne? Das ist er einfach von Natur her. Ne? Von diesen Dingen brauchst du dich nicht befreien. Oder solltest du dich nicht befreien? Ne? Das heißt, wenn du dich davon befreien willst, dass du die wieder verdeckst. Ne? Das sind Dinge, die langsam im Laufe unserer Praxis immer mehr rauskommen. Wir sollten am Anfang, wir brauchen es ja auch nicht zu üben, deswegen sage ich ja, ne? Deswegen seht ihr, das ist ein Unterschied in der Güte-Meditation, die ich mache, zu den meisten. Ne? Da stellt man sich ein goldenes Licht vor oder ein gelbes Licht oder ein weißes Licht vor, das man dann verteilt. Ne? Das brauchen wir alles nicht zu machen, die Güte ist in unserem Herzen. Die brauchen wir nur ein bisschen zu suchen und zu finden und dann ist sie da. Ne? Und je mehr wir sie teilen, umso mehr haben wir davon. Das ist auch interessant, ist am Anfang, nein, da will ich nicht so viel geben. Mein lieber, mein Herz zu, ne, weil ich Angst habe, die vergeht. Ne? Aber je mehr wir geben, umso mehr haben wir. Verstehst du? Bei dem Bereich kann man nicht anders als zustimmen, ja. Okay. Aber wie ist es mit Sati? Mit Sati? Ja. Also das müssen wir so lange, also Mahasati und Mahapanya, Sati und Panya. Also dieses Gewahrsam, diese Gewahrsamkeit und die Weisheit, das heißt das Kontemplieren, ne, die Untersuchung, ne, das Hinterfragen, das können wir nur dann loslassen, wenn wir den Weg zu Ende gegangen sind. Und dann geht es automatisch los. Ne? Das fällt dann weg. Ne? Dann hat der Mahabodh sagt, das hört auf. Bups. Und dann kommt es dann nur noch beim Arahant dann hoch, wenn er das braucht. Der hat nicht ständig Sati. Der fällt auch mal über was drüber, ne? Weil er kein Sati hat. Ne? Das sind nur Sachen, die wir uns auf dem Weg entwickeln müssen. Ne? Und dann
wie gesagt, wie vor ein paar Tagen gesagt habe, aus lauter Dankbarkeit, dass das Auto uns 20 Jahre gehalten haben, wenn das kaputt ist, schleppt man das nicht auf unserem Buckel rum. Ja? Das lässt man dann halt los, so wie der erhabene Buddha gesagt hat, wir bauen uns das Floß, und was ist das Floß? Sati, Panya, Sila, Samadhi, Panya, ne? Und dann, wenn wir den Strom überquert haben, das sagt er doch uns ganz deutlich, wer schleppt das Floß denn noch mit sich herum? Ha? Verstehst du? Ja, wo ist die Frage? Ne? Also, was ich natürlich nicht erklärt habe, ist diese geistigen Kantas. Ja, bitte komm herein. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, macht nichts. Ne? Hast du jemand abgeholt, oder? Wir waren in Hamburg. Ah, ja. Die geistigen Gruppen. Ich habe ja praktisch nur die Gruppe des Körpers, ne, inklusive des körperlichen Gefühls, ne, erklärt, wie man das so untersuchen hat. Ne? Ja, ja. Die geistigen Gruppen kommen dann, wenn Gier und Hass weg sind. Ja. Und wie geht Gier und Hass weg? Wie geht Gier und Hass weg, indem wir den Körper verstehen? Indem wir verstehen, wo die Wurzeln von Gier und Hass sind. Ich habe es ja ganz kurz erwähnt, ne? Das ist noch weit weg, ne? Aber je mehr wir den Körper untersuchen, je intensiver wir den Körper untersuchen, umso intensiver kommen die Gefühle der Ablehnung hoch, der Abneigung hoch, der Irritation hoch, des Hasses hoch. Deswegen habe ich euch gewarnt, wenn ihr das wirklich intensiv betreibt, ne, schaut, dass ihr da irgendwo alleine seid, dass ihr den Hass da nicht auf andere projiziert. Ne? Weil dann könnt ihr nichts verstehen. Ne? Wir müssen lernen, ne? Wir müssen lernen bei der Körperuntersuchung, mit den unangenehmen Gefühlen Kontakt aufzunehmen, sie akzeptieren zu können und zu schauen können, wo haben sie ihre Wurzeln. Das kann man nur dann, wenn man sie wahrnimmt. Also kein Etikett, ne? Das ist Ekel oder das, ne? Was man sagen kann, da ist ein unangenehmes Gefühl, so jetzt lasse ich mich mal beobachten. Ne? Und dann sehen wir das, ne? Dann entsteht es und dann verändert sich das und dann vergeht es wieder. Und je mehr wir bei diesem unangenehmen Gefühl dabei bleiben können, sehen wir auch klarer, was der Auslöser ist. Manchmal müssen wir sogar noch ein bisschen zurücktreten. Ne? Da ist es nicht, denn da ist es durch einige Gedanken und einige Erinnerungen kam es zu diesem Gefühl. Ne? Dann sind wir noch nicht beim ursprünglichen Gefühl. Dann müssen wir zurücktreten, was habe ich denn kurz vorher gedacht oder was kam denn kurz vor diesem Gefühl? Ne? War das eine Erinnerung, war es ein Gefühl oder war es ein Gedanke? Ne? Und dann fragen wir, was war davor? Ne? Was war davor? Solange bis wir zu dem Auslöser selber kommen. Und da braucht man natürlich hohe Sati. Ne? Was? Es erstaunt mich ein wenig, dass das zur Körperuntersuchung gezählt wird. Also ich hatte das gestern so verstanden, als dass es dieses Hochkommen dieser negativen Dinge macht einem, soll einem beibringen, wie man damit umgeht, sodass man nicht völlig davon weggerissen wird. Ja, das war die eine Sache. Die, ne? Analyse, wo es herkommt, ist ja ein Schritt weiter. Ja, richtig. Ja. Weil das von der Körperanalyse, dadurch, dass wir den Körper untersuchen, die Illusion des Körpers zerstören, kommen diese Dinge hoch. Ne? Kommen diese ganzen unangenehmen Gefühle hoch, ne? Wie Ekel. Ne? Da sieht man plötzlich, boah, ne? Und wenn man sich übergibt. Ne? Und das Erste, was man lernt bei der Körperuntersuchung, erstmal diese Gefühle, diese unangenehmen Gefühle akzeptieren zu können. Der nächste Schritt der Körperuntersuchung ist, zu schauen, wo ist denn die Wurzel für dieses unangenehme Gefühl? Warum kommt Ekel hoch? Ne? Ich habe ja heute Morgen, wenn wir zum Metzger gehen und dann ein schönes Stückchen Fleisch sehen, ne, da kommt da ein kein Ekel hoch. Ja. Weil wir im Grunde genommen sehen wir ja gar nicht das Fleisch, sondern sehen wir schon das gebratene Steak da in unserer Pfanne.
Und aber wenn wir den Körper betrachten, ne, je nachdem, wie wir die Dinge anschauen. Ich habe das in paar, ich habe immer mal wieder Hinweise gegeben. Ne? Ich habe das mal, ja, wie soll ich das erklären? Fangen wir neu an. Ne? Körperuntersuchung hat zwei Effekte. Auf der einen Seite, wenn wir den Körper untersuchen, ihn analysieren, ihn vor uns zerfallen lassen oder verbrennen, zerfallen lassen, sehen, was rauskommt. Ne? Ja. Das ist Verstehen der Natur des Körpers. Ne? Der Körper ist vergänglich, der Körper hat nichts mit uns zu tun. Ne? Die Identifikation zu dem Stückchen Fleisch, zu den Knochen, zu der Haut, zu den Haaren fallen zu lassen. Ne? Was als Nebeneffekt der Körperuntersuchung passiert, ist einfach diese ganzen unangenehmen Gefühle, ne? Die hochkommen. Und es gibt ja nicht nur unangenehme Gefühle, die hochkommen, sondern es gibt ja auch sehr angenehme Gefühle, die hochkommen, wie Lust. Ne? Und in dem Moment, ne, wo wir sehen, Lust kommt hoch, ne, warum können Menschen das Zölibat einhalten? Ne? Warum sind die irgendwo nicht verbittert und verkrämt? Ne? Weil sie ein Mittel an der Hand haben, um der sexuellen Lust ein Ende zu bereiten. Die sexuelle Lust ist immer an Objekten ausgerichtet. Entziehen wir diesem Objekt die Schönheit, dann fällt die sexuelle Lust in sich zusammen. Die kann nicht mehr existieren. Und das lernen wir auch bei der Untersuchung des Körpers. Also diejenigen, die Körper untersuchen, diejenigen, die viel mit der sexuellen Lust zu kämpfen haben, die machen viel Körperuntersuchung. Ne? Und das Objekt, und ihr werdet es merken, ne? wo immer die sexuelle Lust hochkommt, da ist ein Objekt da. Ne? Und dann nimmt er das Objekt, ne? Und dann zieht er ihm die Haut weg. Ne? Oder ihr nehmt das Fleisch weg, ne? Dass es nur noch ein Knochengerüst ist. Ne? Und dann ist die sexuelle Lust weg. Für den Moment, ne? Dann zieht man die Haut wieder an und dann kommt sie wieder hoch. Und dann zieht man die Haut wieder ab und dann ist sie wieder weg. Das ist ein Training, das wir lernen müssen, ne? Deswegen ist die Körperuntersuchung für die meisten von uns, also das, wenn wir als Nonne oder Mönch, ne, das Leben eingehen, ne, ist es das A und O, ne? Ansonsten können wir mit unserer sexuellen Gier, es ist die stärkste, ne? Es gibt keine schlimmere Kraft als die sexuelle Gier, ne? Das sexuelle Verlangen, ne? Das ist überall da, das ist bei jedem da, ne? Und manche haben es ein bisschen versteckt, ne? Freud hat es ja dann in der Psychologie dann ausgesprochen, ne? Der Libido-Effekt, ne? Der kann dann in Macht, in Ansehen, in Ruhm, ne, was, da kann er sich da ausbreiten, ne? Und das wird ja dem Mensch alles weggenommen, ne? Und wo soll er denn? Der kommt aus seinem Ursprung her, ne? Und der Ursprung ist natürlich extrem stark. Ne? Warum ziehen dann die Mönche wieder die Roben auf, ne? Weil sie dann irgendwie die Schnauze haben, weil ja, sie ziehen immer wegen der Frau die Robe aus, ne? Es gibt sonst eigentlich keinen anderen Grund, ne? Ha? Ja. Bei uns die Nonnen auch. Ja, genau. Ja, natürlich. Ja. Es ist immer derselbe Grund, ne? Glaubt ja nicht, ne? Auch wenn ihr das jetzt im Moment nicht seht, ne? Wenn ihr das verdrängt hat, in dem Moment, ne? Wo ihr Zölibat lebt, kommt's hoch, garantiert, ne? Da stehen sie mit großer Fahne und dann ist es eigentlich die größte Fahne, die man sieht, ne? Ob man jung ist oder ob man alt ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Und das ist eine Power, das ist eine Macht. Das ist unglaublich. Ne? Und wenn wir da keine Waffe, Gegenwaffe an der Hand haben, sind wir fertig. Ne? Ziehen wir die Robe aus. Ne? Und die Gegenwaffe haben wir mit Asupa. Ne?
Und wenn man sich die Geschichten von diesen großen Lehrmeistern in Thailand anhört, ne, wie die damit gekämpft haben teilweise, ne? Der, bei dem einen, der wollte es nicht nachlassen, ne? Und der wollte nicht nachgeben, ne? Da hat der Rasierklinge genommen, wenn du jetzt nicht aufhörst, ne? Dann schneide ich mir die Kehle durch, ne? Und nur dann, wo er es angesetzt hat und das Blut lief runter, war es weg, ne? Das sind teilweise sehr harsche Methoden, ne? Beim anderen geht es einfacher, ne? Aber es ist das Thema Nummer eins, ne? Und es ist ja das Thema der Wiedergeburt, ne? Diese Fortpflanzung, ne? Im Grunde genommen, wir pflanzen ja nicht nur die kleinen Kindlein fort, sondern wir pflanzen uns ja selber fort, ne? Und es ist, in fast allen Bereichen ist das da. Ne? Natürlich auf der menschlichen Ebene ist es am größten, ne? Und deswegen müssen wir damit arbeiten. Und da, genau da geht die Untersuchung des Körpers rein. Zack, da geht sie nämlich an die Wurzel des Problems. Ne? Es liegt nämlich im Körper. Ne? Unsere Projektionen, ne? Unser westliches Verständnis sagt, ach nein, Liebe, das ist der Körper ist nur ein kleiner Teil, nichts da. Wenn man Mönche und Nonnen, dann wissen wir sofort, das ist da. Ne? Da kommt es dann richtig raus. Ne? Deswegen habe ich euch gesagt, untersucht mal das Wort Liebe. Die ganzen Projektionen, die vielen Aspekte, ne, die ihr in das Wort Liebe reintut. Ne, klamüsiert ihr die alle mal schön aus. Ne, und dann werdet ihr sehen, das ist der Hauptaspekt. Ne. Ihr braucht nämlich nur den ihr liebt. Ne, braucht ihr nur die Haut auszuziehen. Oder lasst ihn an einer furchtbaren Krankheit. Ne, also Blutgeschwür oder was weiß ich. Wo da die Fleischstückchen abfallen. Ne? Lepra. Ne? Lepra. Ne? Ja, oder als einen alten Mann mit einer Prostataerkrankung, der immer in die Hosen pinkelt. Das ist alles weg. Ja, je nachdem. Ne? Also die Frauen haben sicherlich ihr Ding, ne? Und die Männer haben ihr Ding. Ne? Was auch immer. Es verzieht immer nur dem Körper, ne? Ja. Nein, die geht noch nicht weg. Nein, das ist ein Dschungel, ne, von unendlichen Ausmaßen, durch den du dich kämpfen musst. Ne? Und das hat alles nur mit dem Körper. Ne? Deswegen sage ich ganz deutlich, ne, die Körperuntersuchung, die umfasst im Grunde genommen drei Heiligkeitsstufen. Sie führt uns zum Stromeintritt. Zum Sakadagami, der die Hälfte von dir und Hass losgelassen hat, und dann zum Schluss zum Anagami, der nicht mehr wiederkehrt. Und er kehrt in keinen der Daseinsbereichen wieder, ne? Nicht weder in die himmlischen, noch in die menschliche, noch in die niederen Daseinsbereiche. Er hat einen für sich, oberhalb der himmlischen Ebenen, dort sind 5 Ebenen nur für den Anagami reserviert, ne? Wo er dann seine restlichen 5 Fesseln auslegen kann. Ne? Körperuntersuchung geht darum, wirklich dem Leben der Wiedergeburt ein Ende zu machen. Ne? Und er wurzelt alles. Und ihr werdet es merken, wenn ihr länger dann mal Mönch oder Nonne seid. Ne? Da denken wir, das wäre doch eigentlich, ne? Schöner, die Robe auszuziehen. Es ist zu schwierig. Es scheint zu schwierig zu sein. Ne? Es ist die Macht. Es ist die Kraft. Die Leute, solange ihr nicht, ne, von euren Kommoditäten in dem Haushalt oder im Haus oder in der, wo auch immer ihr seid, entbunden seid, ne, abgeschlossen seid. Warum glaubt ihr, warum Mönche diese Dutankas aufnehmen? Ne, diese strikten, die asketischen Übungen, ne? In den Wald zu gehen, alleine zu sein, ne? Einmal nur am Tag zu essen, nur das Essen vom Almosengang zu akzeptieren, nicht zu schlafen. Das sind alles Dinge, die Kilesas sofort herausfordern. Ne? Da kommen sie sofort an und sagen, nö, das brauche ich nicht, das gefällt mir nicht, das passt mir nicht, das mag ich nicht. Ne? Und genauso ist es mit der sexuellen Enthaltsamkeit. Ne? Und bei den Buddhisten ist die sexuelle Enthaltsamkeit nicht nur, ne, kein sexuellen Verkehr, sondern allen sexuelle Betätigung. Ne?
Und das ist schon happig. Ne? Die Regeln von einem Mönch, er darf keine Frau berühren. Er darf nicht mal alleine länger als mehr als 6 Sätze mit einer Frau sprechen. Ne? Wenn sie alleine sind. Und dann vor allem nicht in irgendwo abgelegenen, sondern wenn sie sprechen, dann muss das offen, dann muss das von anderen Menschen einsehbar sein. Das sind alles die Regeln. Ne? Und wenn der habende Buddha nicht gesehen hätte, dass die Sexualität das Thema Nummer 1 wäre, dann hätte er die Regeln nicht gegeben. Du kennst ja ein paar der Nonnenregeln, du weißt ja auch einiges, oder? Und der Hauptteil, der dreht sich da um Sexualität. Ne? Weil das ist die Hauptenergie, ne? Fortpflanzungsenergie. Und das wird mit der Illusion, ne? Solange die Illusion des Körpers erhalten bleibt, ne? Bleibt es auch erhalten. Ne? So in dem Moment, wo die Illusion des Körpers zerstört wird, wird es auch zerstört. Und da haben wir als Mönche und Nonnen haben einfach nur diese Betrachtung, Leichenbetrachtung. Ne? Was hat der erhabene Buddha? Ne? Da gab es ja die Geschichte von dieser wunderschönen Kotisane, ne? Die dann irgendwann gestorben ist. Und ein Bhikkhu hat sich vollkommen, ne, der hat sich nicht mehr gekriegt, der hat sich einfach in die verliebt. Ne? Und was hat der erhabene Buddha ihm angeordnet? Er hat gesagt, da, so. Da ist die Kurtisane. Nicht nur, dass er den Bhikkhu, den Mönch da angeleitet hat, sondern er hat die ganzen Laien, die vorher die Kurtisane benutzt haben, hat er nämlich auch herangewunken und hat gezeigt, so, jetzt, wer will nochmal? Ne? Hat er gesagt, wer will nochmal? Ne? Und dann hat er ihnen sogar noch Geld versprochen. Ne? Da schaut euch an, das ist die Natur der Dinge. Ne? Und dem Mönch hat er gesagt, so, und du bleibst jetzt so lange da, bis der Körper verwest ist und machst Kontemplation. Kommt ja nicht von ungefähr, gell? Wenn das nicht so stark wäre. Und wenn man das abgeschlossen hat mit dem Körper, was macht dann der Heilige für ihn? Ja. Wenn der mit dem Körper abgeschlossen hat, dann sind die vier Namakandas, die vier geistigen Gruppen da. Ne? Also das geistige Gefühl, in den meisten Fällen wird das geistige Gefühl fast schon mit der Körperuntersuchung, weil das spielt da mit rein, abgeschlossen. Ne? Und dann ist quasi noch Sanya und Sankara, ne? Als Haupt. Zwei Hauptgruppen. Ne? Und da ist die ganze Selbsttäuschung drin. Das heißt, Sanya und Sankara müssen auseinandergerissen werden. Weil die sind so dermaßen fest verwoben. Ich habe ja gestern irgendwann gesagt, wie der gordische Knoten. Ne? Den muss man lösen. Ne? Die muss man auseinanderreißen. Ne? Und die lassen sich nicht so einfach auseinanderreißen. Ne? Man muss sehen, das eine ist Sanya, das andere ist Sankara. Das ist Sanya, das ist Sankara. Das ist Sanya, das ist Sankara. Und Sanya und Sankara, die arbeiten so schnell ineinander, ne, dass sie eben alle diese Selbsttäuschung aufbauen, diese ganzen Meinungen, die wir haben, ne, aufbauen, die ganze Überheblichkeit, das ganze Ego, baut das alles auf. Ne? Aber das ist nur, wenn du überlegst, ne, von Gier und, wenn Gier und Hass weg sind, ist es minimaler Teil. Das meiste Ego steckt auch noch mit in dem Körper drin. Ne? Unseren Körper. Ne? Wie ziehen wir uns an? Warum ziehen wir uns an? Warum gehen wir zum Friseur? Ne? Alle diese Dinge. Ne? Um uns zu gefallen? Nö. Das interessiert uns nicht. Ne? Wir wollen anderen gefallen. Ne? Wir wollen schauen, ne? Also vor allem die Frauen, ne? Schauen uns genug Männer hinterher. Ne? Unbewusst. Ne? Es ist mir so häufig aufgefallen. Ich hab, am Anfang habe ich mich auch mehr mit jungen Frauen und dann halt ist mir so aufgefallen. Ne? Warum ziehst du dich so an? Ne? Das bietet doch an, dass man dir hinten auf den Po klatscht. Ja, ich finde es toll. Ne? Selber fällt einem nicht auf. Ne? Auf der anderen Seite innerlich, ne, die Absicht, die da drin steckt. Ne? Die kriegt mir ja gar nicht mit, ne? Natürlich will ich auffallen, ne?
Natürlich freut es mich, wenn ich Bewunderung von allen Seiten bekomme. Sei doch ehrlich. Habe ich doch am Anfang gesagt, ne? Wenn man eine alte Frau sagt, ne, dass sie, oh, sie ist heute richtig jugendlich aus, ne? Oh, freut sich doch sofort, ne? Oder nicht? Also, so direkt funktioniert das nicht. Okay, dann machen wir es indirekt. Ich kann mal was dazu sagen, aber das ist ja. Marga praktiziert ja schon lange. Ja? Marga praktiziert schon lange Meditation. Ja, aber das passiert so, ne? Bei den meisten, ne? Und das ist unbewusst, ne? Wo es da drin geht, ne? Wenn jemand was Schlechtes über unsere körperliche Ausstrahlung sagt, ne, dann sind wir auch, da fallen wir auch runter, ne? Ob wir jetzt nur tief runterfallen oder nur wenig runterfallen, ne? Aber das ist für uns das Haupt, ne? Das, für uns ist der Körper unser Aushängeschild. Hm. Damit zeigen wir den anderen, im Grunde genommen zeigen wir den anderen, wie wir zu denen stehen. Ne? So. Ihr interessiert mich nicht, ne? Kann man auch sagen, in den 70er Jahren, 80er Jahren, ne? Die Frauen, die sich in Asche und Kittel gehüllt haben, ne? Männer, ihr interessiert uns nicht, ne? Und dann später, hat aber nicht lange gehalten. Es war dann relativ schnell vorbei, ne? Und dann kamen dann wieder die engen Jeans oder die Miniröcke, ne? Und dann dieses und das, die Blusen, die offenen Blusen und so weiter und so fort. Ne? Aber bei Männern ist es nicht anders. Ne? Inzwischen gehen die ja auch zum Friseur und zahlen 150 Euro oder sowas. Nur einfach, ne? Um dann eine Welle da reinzumachen oder dann eine Strähne reinzumachen, ist es doch genauso verrückt. Ja, und warum? Ja, um die Aufmerksamkeit nicht nur vom anderen Geschlecht, auch vom gleichen Geschlecht. Ne? Es geht nur, unser Körper ist das Aushängeschild. Ne? Und das, unser Körper, ne, die Illusion über diesen Körper. Ne? Und wenn ich vom Körper spreche, ne, das sind grundsätzlich die 6 Sinne, die damit verhaftet sind, angesprochen. Ne? Das ist eine ganz wichtige Reflexion, ne? Dann auch irgendwann mal die 6 Sinne damit einzubeziehen. Ne? Sinne von Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Fühlen. Ne? Geht ja alles über unseren Körper. Ne? Das, was wir riechen wollen. Ne? Das, was wir schmecken wollen. Das, was wir hören wollen. Das, was wir sehen wollen. Das, was wir tasten wollen. Ne? Um das zu untersuchen. Was sehen wir denn? Was spricht der erhabene Buddha? Was sehen die Augen? Farbe, Form. Was hören die Ohren? Töne. Wir haben keine Musik mit den Ohren. Die Musik, die spielt da alle da ab. Ne? Was schmeckt man denn? Salzig, süß, sauer, fettig, ne? Scharf und, ne? 7 sind, ne? Manchmal kriege ich sie zusammen, manchmal nicht. Hm? Und was ist das Tasten und das Fühlen? Wie sehr sind wir damit verbunden? Wenn wir uns begrüßen? Dann nehmen wir uns in den Arm. Und ganz, ganz wichtig für die meisten Menschen ist es extrem wichtig, diese Berührung, diese körperliche Nähe, diese körperliche Berührung. Oder? Ich glaube, das ist auch die Rückmeldung, die man vom eigenen Körper gewöhnt ist. Also ein gewisses Gefühl der Wärme oder der, ja, Schwere, wie man sitzt, ist dann auch sehr vertraut. Da bin ich plötzlich sehr gefühlt, dass viele, das wäre ein sehr seltsames Gefühl. Also diese Dinge, oder wenn man sich das Gefühl, wenn man so sitzt, dann spürt man ja die Arme am Rumpf. Ja. Und all diese Dinge in Summe, ich glaube, wenn das plötzlich ausschalten würde, ich weiß nicht, wie das ginge, aber... Doch, das geht. In der Meditation. Ja, ja, das geht. Weg, ja, das geht weg, ne? Je mehr du dich konzentrierst, umso mehr verschwindet. Ne? Zum Schluss ist im Grunde genommen, wenn du dich auf die Atem konzentrierst, ist ja dann nur noch der Mund da. Ne? Ja, aber dann ist es ja meistens so, dass an das Wegfallen, also so ist es bei mir, das ist mir auch schon selten passiert, aber ich merke es erst eigentlich so richtig, wenn es wieder kommt, dass es weg, ja, war. Okay. Ich meine, wenn es plötzlich so wegfiel, ohne... Wenn es plötzlich wegfällt, dann merkst du es nicht. Ne? Ja.
Und es zerstört dich auch gar nicht. Nein. Und dann, wenn es wiederkommt, dann fängt es an, dich zu stören. Und denkst du, das ist aber schwer, das ist aber unbequem. Ne? Und das schleppe ich dir mein ganzes Leben mit mir rum. Ne? Da kann man dann gleich mit der Kontemplation anfangen. Ne? Diese Dinge. Ne? Also Körperuntersuchung geht tief, ne? Deswegen ist das ein Riesendschungel. Ne? Und überlegt euch, ne? Das sind nur zwei Fesseln. Gier und Hass. Ne? Und die machen mit uns, ne? Wir sprechen ja haben eine Buddha über Gier und Hass. Ne? Das sind wie zwei Riesen, ne? Die uns an den Armen, einer unter dem rechten, einer unter dem linken, immer wieder in die Feuergruben schmeißen. Ne? Von Gier und Hass. Ne? Und wir müssen mit Hilfe der Körperuntersuchung, müssen wir einfach verstehen, was ist Gier und Hass? Ne? Was ist Ablehnung? Was ist das Wollen? Ne? Wo kommt das her? Um was bringt das eigentlich, ne? Und das kommt ja als, wie gesagt, ne, die eine Seite ist die Natur des Körpers zu verstehen, dass der aus den vier Elementen besteht, im Grunde genommen. Nichts anderes, ne? Warum soll man davor Ekel empfinden, ne? Warum empfinden wir Ekel, ne? Das ist die Illusion, die wir haben, dass der Körper was Schönes ist, ne? Was auch immer, ne? In den Körper reingeht, das Essen, schön angenehm schmeckt, ne? Die Seife, die wir benutzen, das Parfüm, das wir benutzen, ne? Das Wasser, das wir benutzen, ne? Was kommt da raus? Dreck. Es ist eine Fabrik, die alles Schöne in was Dreckiges verwandelt. Das ist ein Fakt. Was wollt ihr, was aus eurem Körper rauskommt und ihr wieder in den Mund reintun wollt? Ha? Selbst wenn man den Speichel, den ihr 24 Stunden im Mund habt, auf die Hand spuckt, ne? Und dann 5 Minuten später wollt ihr das nicht mehr in den Mund tun. Ha? Was auch immer aus dem Körper rauskommt, ne? Das ist für uns ekelhaft. Nicht akzeptabel. Die Scheiße wollen wir gar nicht anschauen, ne? Das Essen, oh, wunderbar, ne? Das duftet und riecht und schmeckt, ne? Und so weiter. Und wenn es dann im Magen ist, wenn wir uns mal übergeben, das, dann ist es eigentlich noch verwertbares Essen. Der Körper kann das noch vollkommen gebrauchen, ne? Aber wir wollen es nicht mehr essen, ne? Das stimmt doch, oder? Richtig, richtig, ne? Das ist die Illusion, ne? Das ist die Selbsttäuschung, die wir haben von dem Körper, ne? Wir kriegen diese Selbstteilung, ne? Wir gehen aufs Klo und spülen weg. Das sehen wir das gar nicht, ne? Wir gehen unter die Dusche und spülen weg. Dann sehen wir es auch nicht, ne? Wir sehen diese ganzen Dinge, den Dreck, der aus dem Körper kommt, sehen wir im Grunde genommen, oder wollen wir ihn gar nicht sehen. Ne? Wir haben den für so viele Leben verdrängt, ne, dass es im Grunde genommen für uns gar nicht existiert. Ne? Oder wir sagen, das ist ja natürlich. Ne? Jetzt habe ich mich 3 Tage lang nicht geduscht, jetzt fange ich an zu stinken, jetzt gehe ich mal wieder in die Dusche und wir denken darüber gar nicht weiter nach. Ne? Das ist so ein ganz natürlicher Prozess. Ne? Wenn wir dreckig sind, gehen wir uns waschen. Ne? Wenn unser Darm voll ist, dann gehen wir uns entleeren. Ganz natürliche Gefühle. Aber wir schauen eigentlich im Grunde nicht hin, was da rauskommt. Ne? Ja. Ja, solange es normal funktioniert, wird man dann krank, sodass all diese unappetitlichen Dinge nicht mehr funktionieren. Dann kann man deshalb nicht mehr unbedingt so ausweichen. Dann? Das ist die Leute, die nicht hinschauen wollen, ne? Teilweise, das ist aber auch das Karma von gewissen Personen, dass sie dann diesen Dreck dann einfach sehen müssen, ne? Der tagtäglich aus dem Körper rauskommt bei gewissen Krankheiten, ne? Ja. Wir werden teilweise dann auch von unserem Karma in eine Situation gedrängt, wo wir einfach nicht mehr darum kommen, das zu sehen, ne? Aber lasst uns nicht so weit kommen, ne? Lasst uns das vorher erledigen, bevor wir das wirklich dann so miterleben müssen, weil wir dann
auch in den meisten Fällen ja dann etwas mehr oder weniger hilflos sind. Aber das ist bei den, das passiert dann häufig bei den Personen, die das einfach, die stur ablehnen, die sich anzuschauen. Die kommen dann in so eine Situation und dann ist es dann für sie eine Offenbarung, dann müssen sie es sehen, wenn sie es sehen wollen. Wenn sie die richtige Anleitung haben. Der Körper ist das A, es ist das A und O. Das ist das, was alle Wesen in diesem Daseinskreislauf gefangen hält. Und deswegen ist das auch eine der schwierigsten Übungen. Weil man muss da mit vielen Dingen arbeiten. Aber es ist im Grunde genommen eine sehr geradlinige Arbeit. Man untersucht den Körper, die unangenehmen Gefühle kommen hoch. Man schaut die unangenehmen Gefühle sich an. Man nimmt sie wahr. Also keine Etikette daran. Und dann nimmt sie wahr und dann sieht man so langsam, aha, kommt man so langsam hin, da hängt es, da kommt es her. Und dann macht man weiter und dann sieht man ein anderes unangenehmes Gefühl und da kommt das her. Und irgendwann im Laufe der Zeit laufen die unangenehmen Gefühle auf dieselbe Wurzel zurück. Das sieht man nicht am Anfang, das sieht man erstmal nach Jahren von Praxis. Am Anfang sieht man nur die Differenzen. Sieht man da, aha, das kommt daher, aha, das kommt daher, aha, das kommt daher. Und denkt, das sind verschiedene Dinge. Und zum Schluss sieht man gar nicht, wie beim Stamm, wie die ganzen Äste, denkt man auch, der ist auf der rechten Seite, der ist auf der linken Seite, was hat das miteinander zu tun? Und wenn man die dann verfolgt, dann sieht man, die kommen alle aus derselben Wurzel. Und nicht nur, dass die unangenehmen Dinge aus derselben Wurzel kommen und die angenehmen Dinge aus derselben Wurzel, sondern die treffen sich. Im Körper. Weil unangenehm und angenehm, im Grunde genommen, existieren die nicht. Das sind Dinge, die wir erschaffen haben, und unserer eigenen Erschaffung glauben wir. Dass es unangenehme Dinge gibt, angenehme Dinge gibt. Dass es Böse gibt und Gut gibt. Diese Illusion, die wird mit Hilfe der Körperuntersuchung wird die zerstört. Und dahinter steht, wenn ich die Wurzel habe und wenn ich die herausziehe, ja, dann ist es zu Ende. Dann knallt es. Dann kracht es aber überall im Gebälk. Das kracht dann. Da fällt alles in sich zusammen. Aber natürlich noch nicht Avicca. Aber da fällt ein riesiges Gefängnis zusammen, in dem du für Millionen von Leben oder Billionen von Leben gelebt hast. Dann, wenn du an der Wurzel bist, wenn du das siehst, das ist dann nicht so, da kommen wir dann gleich raus, sondern da kracht's, und dann sucht man so sich langsam den Weg, und wo immer man hingeht, alles hinter einem fällt zusammen, Und dann tritt man dann aus dem Gefängnis raus, nachdem man dann länger nach dem Ausgang, weil niemand kennt den Ausgang, Tritt man dann raus, schaut sich um, und dann fällt das ganze Gefängnis in sich zusammen, Als ob es nie existiert hätte. Das ganze Gebäude von dieser Illusion über den Körper fällt zusammen. Und dann sieht man erstmal nur Freiheit. Überall, wo man hingeht, das ist ja wunderbar, ist ja voll frei. Das Drucker, das ist dann minimal. Bis man dann irgendwann an Gefängniszaun kommt. Und das kann bei manchen Jahre dauern. Und dann kommen sie an den Gefängniszaun und dann wissen sie, ich bin noch gar nicht fertig. Das hat nämlich so im Gebälk gekracht, dass sie gedacht haben, sie wären fertig. Weil die anderen Sachen, das ist im Vergleich, das ist jetzt, wenn du das überlegst, Energie und Hass, das ist wie ein Elefant, der dir ständig da auf den Kopf rumtrampelt. Und dann, wenn der Elefant weg ist, die Mücke spürst du natürlich nicht, die da auf deine Nase rumtanzt. Du kriegst du dann erstmal weg, wenn du das Gefühl dann so länger da ist. Ich kann sonst feststellen, wenn man ganz intensiv, sage ich mal,
mit einem ganz unangenehmen Objekt ja. beschäftigt und dabei bleiben wir in ja. der Betrachtung, ja. zum Beispiel Leichenbetrachtung, ja. Ja, dass irgendwann das unangenehme Gefühl muss zwangsläufig weggehen und ersetzt werden durch ein angenehmes. Nein. Das ist dann die höhere Form. Das ist dann sobald wir so mehr oder weniger die Natur des Körpers verstanden haben, sobald wir sehen, dass die Dinge auf dieselben Wurzeln zulaufen, ne, dann fangen wir an, das Gute mit dem das Schöne mit dem Hässlichen zu ersetzen, das Hässliche mit dem Schönen zu ersetzen, ne, um zu verstehen, dass es ein und dieselbe Wurzel ist, ne. Es ist zu hoch, ne? Im Moment ist es wirklich zu hoch, ne? Das wird keiner verstehen, ne? Das kann man sich jetzt anhören, ne? Ich kann das ja erzählen, ne? Also, du ersetzt das Hässliche mit, ne? Dadurch, dass wir als super lernen, ne? Wir ziehen dem Körper die Haut aus, oder zerfleischen ihn, oder zerhacken ihn, oder lassen ihn durch den Wolf laufen, na, und sehen das, was da rauskommt, ne? Und dann fangen wir an, das wieder zusammenzusetzen zum schönen Körper, ne? Und dann entsteht sofort wieder Lust. Und dann das zerhacken wir es wieder und dann entsteht sofort das Ekelgefühl. Dann entsteht wieder Lust und das Ekelgefühl, Lust und Ekelgefühl, solange bis ihn gedämpft wird. Ne? Und dann lernen wir das so schnell zu ersetzen. Ne? Und dann in dem Punkt, ne, werden wir langsam der Meister unserer Gefühle. Ne? Weil wir verstehen, wo kommen eigentlich diese ganzen Gefühle her? Ne? Dann kann man das auch, ne, na, dann kann man das auch mit anderen Gefühlen machen. Ne? Kann man sofort ersetzen. Ne? Weil das ist ja alles schön, ist es ja alles schwarz und weiß. Ne? Dann streicht man das Schwarz wieder weiß an und das Weiß dann wieder schwarz an. Ne? Und dann sieht man das. Ne? Und aber zum Schluss, ne, darf man das, sobald man gelernt hat, die Dinge durcheinander zu ersetzen, ganz schnell. Ne? Zack, zack, zack geht es, ne? Da kommt dann das Gefühl gar nicht mehr hoch, sondern zack, 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 ne? Und dann hält man irgendwann mal, hält man die beiden Dinge zur selben Zeit vor sich, ne? Und dann sieht man, im selben Moment, ne, sieht man das unangenehme Gefühl und das angenehme Gefühl. Und dann zerstört man sie nicht mehr, ne? Und dann in der Mitte geht man durch und dann ist es das Ende. Ja. Das reicht aus. Das reicht vollkommen aus. Vorher musst du durch den Dschungel gehen und der Dschungel ist endlos. Ne? Du weißt nur dann, wenn das Licht siehst, jetzt hast du ihn erreicht. Ne? Ja. Ich verstehe dich jetzt rein akustisch nicht. Es wird immer von drei Gefühlen gesprochen. Angenehm, unangenehm und das weder angenehm noch unangenehm. Ja. Was ist denn mit dem Finden? Was mit dem? Wie arbeitet man mit diesen sogenannten neutralen Gefühlen? Muss man sich um das kümmern? Überhaupt nicht. Das ist ja neutral. Das stört, weder stört es uns noch führt es zu anderen, dass es... Das ihr kriegt die neutralen Gefühle ja am Anfang eurer Praxis überhaupt nicht mit. Weil das ständig ein unangenehmes und ständig ein angenehmes da ist, ne? Ihr schaut doch nur auf die angenehmen oder unangenehmen Gefühle. Die neutralen Gefühle kriegt ihr im Grunde genommen gar nicht mit, ne? Da braucht man ganz schön viel Konzentrationskraft, ne? Ganz viel Gewahrsam, um diese neutralen Gefühle. Und da macht nichts. Da regt sich das Chitta auch nicht. Und das ist neutral, ne? Da muss es nicht agieren. Bei den Angenehmen fällt sofort in seine Schleife und bei den Unangenehmen fällt es auch in die Schleife. Bei den Neutralen bleibt stehen. Da ist die Waage, ne? Das ist die Waage ausgewogen. Ne? Das interessiert das Chitta gar nicht. Das reagiert nur auf die angenehmen und die unangenehmen Gefühle. Ich frage deswegen, weil ich dass die neutralen Gefühle mit Verblendung zu tun haben. So wie das Angenehme mit Gier und das Unangenehme mit Hass, das Neutrale mit Verblendung.
Was mit Verblendung zu tun hat, ne, ist Sanya Sankara. Also das ist nicht, nenn das nicht Verblendung, ne, nenn das Selbsttäuschung. Ne? Täuschung. Ne? Und das liegt nur in Sanya und Sankara begraben. Ne? Nur in unseren Meinungen, Ansichten, Gedanken, Erinnerungen und so weiter. Ne? Da liegt die Täuschung begraben. Ne? Also im neutralen Gefühl kann ich also einfach aus meiner Praxis kann ich nichts anfangen. Ne? Vielleicht höhere Wesen mit höherer Achtsamkeit als oder Gewahrsam als ich, ne, können damit was anfangen. Ich kann nichts damit anfangen. Also für mich hat das keine Rolle gespielt. Beim neutralen Gefühl, da beregt sich das Chitta nicht. Und die haben wir so selten. Ne? Also ist es mit der Körperuntersuchung klar, oder? Ich bin einfach eigentlich klar geworden, danke. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, ne, Körperuntersuchung beim Ende, ne, das ist, wir müssen quasi ordinieren. Wir müssen wirklich schottendicht machen, ne? Sonst kommen die Dinge nicht hoch. Und das heißt halt auch Zölibat leben, ne? Vollkommen abgeschlossen, ne? Vollkommen vom anderen Geschlecht, ne? Im Grunde genommen abgetrennt. Ne? Wir sind durch unsere Tugendregeln und wir sind durch unsere Menschregeln oder Disziplin abgetrennt. Ne? Ich kann mit einer Frau nur reden, wenn ein Mann dabei ist. Ne? Ich darf eine Frau nicht berühren, nicht auch direkt aus der Hand nehmen. Das sind alles Regeln, die uns abschotten und eigentlich im Grunde unser Verlangen, ne, hochkommen lassen, zeigen lassen. Und am Anfang glaubt man das nicht. Ne? Gerade weil wir im Westen, also so uns durch unser Denken so über die Sexualität, boah, das spielt ja, genauso wie der Körper, ne, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Sexualität, ja, brauche ich nicht. Oder nur ein bisschen, ja. Und dann schaut man es ab und dann wursch. Was ist das? Bei mir hat es nicht, solange ich nicht ordiniert war, solange ich nicht Mönch war, war das überhaupt kein Thema. Das hat keine 4 Wochen gedauert, da war ich Mönch. Oh, wo kommt das her? Ich wusste gar nicht, dass das noch existiert. Ja? Ja? Plötzlich eine volle Breitseite. Ne? Kanonenkugel, volle Breitseite, rein. Wusch. Ne? Oh. Und dann an die Arbeit. Ne? Tut's weh? Da ist ein Kampf drin. Ja. Ansonsten kann man nicht Gier und Hass loslassen. Ne? Man muss sich vollkommen abschieben, vollkommen abkriegen, ne? Wie die Mönche und wie die Nonnen, also ohne Kontakt, ne? In die Welt. Ne? Alle die Kommoditäten, die wir in der Welt haben, im eigenen Haus, im Apartment oder was auch immer, ne? Alles muss abgeschnitten werden, ne? Sodass dass die Grundgier hochkommt, ne? Und der Grund hast du. Und mit dem Essen. Allein ist Essen kochen, ne? Du isst das, was in die Schale kommt. Ne? Ob es dir schmeckt oder nicht. Ne? Ob es dir reicht oder nicht. Oh, ihr braucht es nur ein bisschen zu machen. Und dann werdet ihr schon sehen, was da für Gefühle hochkommen. Ne? Und das sind keine angenehmen Gefühle, ne? Wenn man plötzlich beschnitten wird. Ne? Von all diesen Dingen. Wenn man sich plötzlich... Wasser, wenn das nichts kostet, das dürfen wir uns, also das ist das Einzige, was wir uns selbstständig nehmen können. Alles andere muss uns in die Hand gegeben werden. Ne? Und wenn wir da sitzen, ne, wie zum Beispiel bei mir auf dem Flug von Bangkok nach Frankfurt passiert ist, die haben mich irgendwie nicht wahrgenommen. Ich habe weder was zum Trinken bekommen, noch was zum Essen bekommen, als ob ich nicht existiert hätte. Und dann saß ich dann halt 11 Stunden da und, ne?
Ja, was kann ich denn machen? Ne? Kann ich es nicht? Hallo, hallo, ne? Beschweren, ne? Ja. Nein, er kam dann schon am Morgen an und hat gefragt und hat gesagt, solange die Sonne nicht aufgegangen ist, ne, kann ich nichts essen. Ne? Aber zum Trinken hat er mir nichts angeboten. Und das ist aber, da setzt er bei einigen dann noch was aus, ne? Wo ich von alleine auf der Dreiviertelstunde, wo ich von Udon nach Bangkok geflogen bin, ne, kam automatisch dann Tray mit Kaffee, mit Tee und mit Wasser, ne? Ohne zu fragen, ne? Und dann 11 Stunden, da saß ich halt da. Das ist interessant. Und so muss halt ein Mensch leben, ne? Aber was kommt bei uns sofort hoch? Ja, ich möchte ja eigentlich was, ja? Kannst du schon Wasser bitten? Wasser? Ja, Wasser kann ich bitten. Reguläres Wasser kann ich bitten. Ja? Aber trotzdem, ne? Dass man da so vollkommen, ne, vollkommen vergessen wird, das ist auch interessant. Ne? Interessante Erfahrung, ne? Und vor allem dann, wie man damit innerlich umgeht. Ne? Das ist doch normaliert. Und ich verstehe gar nicht, wie das passieren kann. Diese ganzen Portionen, die man da kriegt, das ist ja doch eigentlich... Was? Diese Tabletten mit dem Essen, ja, die sind doch abgezählt. Ich weiß ja, nicht, gar nicht, wie das... Nein, haben Sie das nicht mitgekriegt, ne? Jeder andere, ne, bei jeder anderen Airliner oder den meisten, ne, die kommen dann halt, die warten dann halt, wenn die Sonne aufgegangen ist, dann bringen sie das Essen, ne? Aber solange die Sonne nicht aufgegangen, solange ich die Sonnenstrahlen nicht sehe, kann ich nicht essen. Ne? Und der hat es dann halt vergessen, ne? Der war halt mit sich selber beschäftigt, ne? Ja, kann mir nichts machen, ne? Aber das ist ja wurscht, ne? Ich finde es nur interessant, ne? Ich sage das ja nur, weil mit solchen Situationen muss der Mensch lernen, umzugehen. Ne? Und jetzt die Damen und rumort, ne, und dann kommt nichts, ne? Man lernt halt mit den hungrigen Gefühlen umzugehen, ne? Gut, das habe ich ja natürlich früher. Ich habe eine ganze Woche immer gefastet, ne? Also insofern interessiert mich das auch nicht, ne? Ja, für 2 Jahre habe ich intensiv praktiziert und da habe ich nur einmal in der Woche gegessen, ne? Das reicht aus. Hey, da wird das Chitta unheimlich leicht, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, ne, hat sie ihre Kilesas da in den Rand gebracht, ne? Dann haben die Kilesas keine Energie mehr, die brauchen die Körperenergie, sonst können sie nicht so viel agieren, ne? Das ist ein sehr gutes Mittel, ne, um die Kilesas, gerade auch Raga Tanha, wie die sexuelle Gier da runterzuschrauben, ne? Man lässt das Essen fort und dann haben die keine Energie mehr. Ne? Und das musste ich halt in den ersten 2 Jahren machen, weil die Energie so stark war, ne? Und dann kann man auch viel, viel besser dann praktizieren. Ist nicht für alle, aber für die meisten ist das sehr, sehr hilfreich, ne? Ja, und dann lernt man das einfach, ne? Also, wie man viele Dinge lernt, ne? Und ich habe gesagt, ne, seit wann bin ich in der Hauslosigkeit? Ungefähr seit 20 Jahren, ne? Und seit 17 Jahren Mönch, ne? Und da lernt man solche Dinge, ja, da lernt man so viele Dinge, tagtäglich lernt man immer wieder was dazu, ne? Was man im tagtäglichen Leben eigentlich nicht, ne? Weil man im tagtäglichen Leben ist man mit seinem Leben beschäftigt, ne? Hat man seine Arbeit immer tun muss und das und das und das, ne? Und dann kommt man dann halt die 1 Stunde oder 2 Stunden zum Meditieren, ne? Und dann ist er erstmal froh, dass man abschalten kann, ne? Und am nächsten Tag ist man wieder beschäftigt. Als Mensch hast du nichts anderes zu tun, als die Dinge zu untersuchen, die da vor dir liegen, ne? Du hast ja keine andere Arbeit. Und das ist im Grunde genommen ist das Schöne, ne? Wir schauen uns nur die Dinge an.
Weil wir mit diesem Essen kochen und oder besorgen gehen oder das kaufen oder jenes kaufen, sind wir vollkommen unbelastet. Ne? Und ihr seht es ja, wie viel Zeit es bei euch da ja in Anspruch nimmt. Ne? Und dann müsst ihr auch das Geld dazu verdienen, dass ihr das machen könnt. Ne? Und das fällt ja bei uns alles weg. Ne? Wir leben ja quasi, ne, wenn was kommt, ne, dann essen, kriegen wir was zum Essen oder die Medizin und wir kriegen genug. Ne? Das ist ohne Frage. Ne? Und dann haben wir da die 18 oder 20 Stunden am Tag einfach Zeit, um zu praktizieren. Ne? Und dann nur 3-4 Stunden schlafen am Tag. Ne? Mal überlegen, 21 Stunden, 2 Stunden vom Essen, gehen vom Essen weg, ne? Und dann hat man nur noch 19 Stunden Zeit zum Praktizieren. Eine Stunde mit Aufräumen oder sauber machen, oder sich sauber machen und die Kutti ist so klein, das ist 2 Meter mal 3 Meter, ne? Was gibt es da sauber zu machen? Was für Dinge hat man? Man hat eine Schale und 3 Roben, ne? Das ist alles ein Minimum, ne? Das dauert so wenig Zeit. Ne? Dann hast du deine 18 Stunden da, um die zum Meditieren verwenden kannst. Ne? Und das ist natürlich was ganz anderes, ne? Als wenn du da 2 Stunden da auf deinem Kissen hockst. Ne? Ja, da geht auch ganz andere Dinge ab, ne? Weil du hockst auf dem Kissen und dann greifst du ein Buch oder dann machst du einen Tee, ne? Oder machst das oder das, oder gehst ans Telefon und so weiter. Die Dinge sind bei uns gar nicht da. Ne? Telefon. Ne? Auf Bücher hat er verboten. Ne? Brauchen wir gar nicht zu lesen. Ne? Ihr seid da zum Praktizieren, ne? Nicht zum Lesen. Ne? Laptop hat man heute. Ja, heutzutage hat man einen Laptop, ja. Und dann die Wireless-Internet-Verbindung. Ne? Ja, und dann kann man natürlich den ganzen Tag surfen. Ne? Und sich den ganzen Mist reinholen, von dem uns der arme Buddha beschützen wollte. Ne? Also mir ist nicht ganz klar, ja, wie stark man sein muss, um so einen Entschluss zu fassen, die Hauslosigkeit. Das Herz entscheidet für uns. Wenn das der Schluss, der mentale Entschluss ist, na dann kann man sich nicht ganz drauf verlassen. Wenn der Entschluss aus dem Herzen kommt und sagt, eigentlich müsste ich es machen, ne? Und ich denke, bei dir ist der Entschluss da mehr aus dem Herzen, kommt der mehr aus dem Herzen, ne? Und dann brauchst du keine Sorgen zu machen. Ne? Wenn er verstandesmäßig kommt, ne? Dann ist er sehr brüchig. Dann ist er sehr viel mit Zweifel behaftet und dann kann man ganz schnell wieder zurückgehen. Aber das ist ja auch kein. Es ist uns ja jeden Tag offen gestellt, ne? Robe auszuziehen, ne? Und wieder zurück ins weltliche Leben zu gehen. Das ist keine Sünde, das ist kein Vergehen, kein gar nichts, ne? Niemand schaut uns schief an, wenn wir das machen, ne? Manche schauen uns beneidend an. Oh, der hat den Mut gehabt, wieder zurückzugehen. Der Entschluss, ne? Wenn du sicher sein willst, kommt aus dem Herzen. Da weißt du irgendwann, das andere, das bringt alles nichts. Und dann musst du vertrauen, ne? Das tut weh. Klar. Der Gelesen hast, tut's weh, das merkt man am Anfang noch nicht. Ne? Die haben dann Herzschmerzen. Das habe ich auch gehabt, ne? wo dieser Entschluss da fiel, nach diesem einen Retreat, wo ich da 3 Tage der absoluten Glückseligkeit gerauscht war, ne? Dann kam sofort der Entschluss hoch, habe ich das sofort mit allen anderen Dingen verglichen, habe gesagt, so, jetzt Punkt ist gesetzt, ne? Und danach, nachdem die Entscheidung gefällt, das Herz hat gebrannt, ne? Das Herz hat wehgetan. Ne? Aber ich wusste, das kam von innen und dann habe ich das gemacht und durchgezogen. Ne? Und je weiter, umso cooler eigentlich. Ne?
Das war die richtige Entscheidung. Ne? Und ich habe den ja noch keinen einzigen Tag bereut. Ne? Ne? Keinen einzigen Tag, ne, habe ich das bereut, ne, dass ich da in die Hauslosigkeit gezogen bin. Und niemand würde mir einen Gefallen tun, dann mich wieder in dieselbe Position da zurückgezogen. Alleine überlegen, ne? Einkaufen, da steht sie vor dem Regal, was sollst du jetzt einkaufen? Was willst du jetzt? Was brauchst du? Ja, alleine mit dieser Wahl der Qual, ne? Qual der Wahl, ne? Wie man das schon immer sagt, ne? Da haben es die Ostdeutschen früher besser gehabt, einfach. Da gab es nur ein Produkt, eine Marke. Die haben sich das dann einfach rausgenommen. Oder, Tom? Und dann kamen sie in den Westen, ne? Ah, was nehme ich jetzt? Was ist am besten? Und jedes Produkt sagt, ich bin am besten, ich bin am besten, nimm mich, ich bin am besten. Die Qual der Wahl. Ja, glaubst du, dass ich da zurück will? Die Menschen bezeichnen es als Freiheit, wählen zu dürfen. Ne? Für mich ist es eine Qual, wählen zu müssen. Ne? Aber so, das kommt einfach durch das lange Training und auch durch die Freude oder die Zufriedenheit, die einfach mit so einem langjährigen Dasein als Mönch, also dieses als Reklus oder Eremitendasein, ne? Einfach zurückgezogen aus der Welt zu leben. Ne? Und dann sieht man, wie groß, also wie klug der erhabene Buddha gewesen ist, ne? Indem er das alles gesehen hat, was auch immer uns, ne, in dieser Welt, ne, anhaften lässt, dass er das uns einfach davon befreit hat. Er hat gesagt, damit braucht ihr euch gar nicht zu beschäftigen, ne? Das lasst ihr mal weg, ne? Wenn man diese Freude und diese Zufriedenheit kennt, besteht nicht oft die Gefahr, dass man sich da irgendwo hinhockt, wenn man genug zu essen kriegt, und nur noch da drin badet und ansonsten, naja, doch ziemlich duselig dann wohl wird. Nein, duselig wird man nicht, man wird höchstens achtsam. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, wenn man natürlich so die Sachen wie diese Körperuntersuchungen macht, dann wird natürlich. Hat man natürlich auch viel Unangenehmes und die Sache wird balanciert und das wird wahrscheinlich den Geist natürlich auch unheimlich bewegen, die Auseinandersetzung. Aber angenommen, man verzichtet auf diese Körperuntersuchung und gönnt sich eine meditative Freude nach der anderen. Ist das denn Nein, es ist nicht falsch. Ne? Nicht falsch? Nein. Weil du in dem Moment, ne, wo du in dieser meditativen Ruhe sitzt, ne, kein schlechtes Karma machst. Ne. Du verhältst, du gehst nicht gegen die Regeln an, ne? Du lebst ein kontemplatives Leben, ne? Das Einzige, was du nicht machst, du gehst nicht den Weg der Weisheit, ne? Ja, das kann schön sein, ne? Aber das heißt, du wirst ins nächste Leben geschmissen. Nein, ich meine, das ist doch schlimm, wenn man den Weg der Weisheit nicht geht. Wieso ist es schlimm? Also das würde ich nicht sagen, ne? Das ist die Entscheidung des Einzelnen, ne? Ob er den Weg gehen will oder ob er den Weg anpacken will, ne, oder nicht, ne? Was der sich überlegen muss, ne? Du, weißt du, du hast ja schon ganz heftige Kategorien, ne? Das ist schlimm, das ist nicht schlimm, das ist schön, das ist nicht schön, ne? Nein, weil schlimm vielleicht nicht, aber es ist mal bedauerlich, wenn man doch schon an diesem Punkt ist und dann. Na, manchmal braucht man halt eine. Das kommt doch. Das muss man dem einzelnen Charakter überlassen, ne? Ja, ja. Ja. Das der Erste, wenn er das erste Mal da das kontemplative Leben das erste Mal das ausübt, ne, und dann die Ruhe und die Zufriedenheit, dann lassen doch da ein Leben lang. Ne. Der hat Billionen Leben hinter sich, ne, immer voll geschuftet, immer voll geackert, ne, und lassen doch mal für eine Weile ausruhen. Ne.
Aber irgendwann, ne, irgendwann wird es dann auch, ne? Er kommt ja immer wieder raus, ne? Und dann jedes Mal, wenn er rauskommt, der kann ja nicht, er kann ja nicht mehr eigentlich als 7 Tage da drin sitzen, ne? Und dann muss er rauskommen für einen Moment, ne? Für eine Weile, muss sich auch um seinen Körper kümmern, sonst ist der Körper weg, ne? Und dann wird er wieder mit der Realität konfrontiert, ne? Und jedes Mal, wenn er mit der Realität konfrontiert wird, dann kann er natürlich vorziehen, sich wieder zurückzuziehen. Oder er kann dann irgendwann sagen, jetzt geht's mir auf den Keks, jetzt mache ich was, ne? Oder es kommt ein Freund, ne, und zieht ihn raus, sagt, also jetzt warst du lange genug da drin, ne? Wir haben ja genug Freunde, ne? Spirituelle Freunde, Kalayanamitta, ne? Erstmal ist unser Lehrer ein Kalayanamitta, ne? Und dann haben wir auch Mönchskollegen, ne, die Kalayanamitta sind, ne, sagen, okay, jetzt reicht's mal, ne? Und dann ist es aber eben seine Entscheidung, ob er raus will oder nicht, ne? Aber die meisten gehen dann eigentlich raus, ne, und fangen die Untersuchungen an, und dann ist das Ekelhafte nicht mehr so ekelhaft, weil man einfach so viel mehr neutral ist, ne? Durch diese ganze Ruhe, Zufriedenheit ist mir ja nicht mehr aufgebracht, ne? Man kann diese Dinge viel, viel einfacher zu betrachten, ne? Die Leute machen sich im Besten zu viel Sorgen. Ja, das Samadhi, das ist ja, da kann man sich ja verlieren. Ich habe damit überhaupt keine Probleme. Verliert euch mal richtig. Ne? Und kommt schon an der Zeitpunkt, wo man euch dann rausholt. Ne? Aber dann habt ihr die Power, ne? Dann, ne? Habt ihr die Power und die Energie und alles, ne? Um euch herum, ne? Klein zu holzen. Jetzt nicht, ne? Jetzt, möchte ich mich ran, ne? Da kommst du raus, rum, oh, was gibt's zu tun? Zack, da, ne? Gehst mit ganz anderen, ne? Durch die ganze Ruhe, ne? Durch diese vollkommene Abgeschiedenheit, ne? Von der Welt, ne? Du hast mit der Welt nichts mehr zu tun, du kommst raus, ne? Und dann, ne, dann bringst du was, oder gehst aufs Klo, oder machst dich sauber, ne, und dann gehst du wieder rein, ne, hast du mit der Welt überhaupt nichts zu tun, ne, du kriegst eine vollkommene Abgeschiedenheit, ne. Und dann, wenn du genug Energie hast, kommst du raus, und dann schaust du einfach, was zu tun ist, ne. Genauso wie die Leute in ihren Garten gehen, nach einer Weile, und dann sehen sie, da ist das Unkraut da muss gehackt werden, da muss Wasser gegessen werden, ja, und das machen sie dann ohne irgendwelche Probleme, ne, da sehen sie dann nichts, ne. Hab keine Angst, ne? Davor, ne? In der Ruhe, das ist, da kann man kann sich zwar verlieren, ne? Aber das gibt einen Punkt, wo man dann rausfindet, ne? Und das ist kein Verlust, ne? Wir denken immer, das ist verlorene Zeit. Sila, Samadhi, Panya. Samadhi? Ha? Sila? Tugendregeln. Samadhi? Konzentration, Gewahrsam. Panya, ne? Das ist der Weg. Ne? Und wenn du dich erstmal auftanken willst in Samadhi, dann ist das vollkommen okay. Und wenn das ein ganzes Leben ist, dann ist das auch okay. Glaubt ihr, dass ich das erste Mal dieses kontemplative Leben lebe? Ne? Nee. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leben ich da schon hinter mir habe. Ne? Und ich kann es nicht abschätzen, weil ich es nicht weiß. Ne? Was mein ehrwürdiger Lehrmeister sagte, das sind nicht nur 1000 Leben von dem Kontemplativen. So oft haben wir es wieder versucht, dann haben wir es wieder aufgegeben, dann haben wir es wieder versucht, dann haben wir es wieder aufgegeben, dann haben wir es wieder versucht, dann haben wir es wieder aufgegeben. Ne, so lange, bis wir mal ein kontemplatives Leben leben konnten, ne, und dann das nächste, ne, und dann sind wir so langsam reingekommen, ne. Also, im Zuge vom Weitblick kein Problem. Ne? Ist es minimal. Ne? Ich lebe ja nicht so wie du. Mhm. Also im Moment schon ein bisschen. Aber im Zentrum in Hamburg besonders ist immer so viel los. Und
so viel Kontakt mit den Laien und was sie alles wollen. Und dann erzählen sie einem auch ganz viel, was mit dem eigenen Leben und mit den eigenen Zielen gar nichts zu tun hat. Und da ist es sehr oft für mich erholsam gewesen, wenn ich auf mein Zimmer gegangen bin und meine Knochen und meine Sehnen betrachtet habe. Das war so angenehm. Oder über den Tod nachgedacht habe. Das war wie eine schöne Dusche, wie eine kühle Dusche in einem heißen Sommer, in einem heißen Sommertag. Und ganz rein und schön hat man sich wieder gefühlt und erfrischt, konnte dann wieder. Das ist eine Form, ne? Das ist stürzen, klar, dass man sozusagen. Ne? Nee. Ja. Das ist eine Form, ne? Indem man die Körperuntersuchung nimmt, um sich von der Welt loszusagen. Ne? Dann fällt die Welt von einem ab, ne? Aber wenn wir anfangen, den Körper wirklich zu untersuchen, ne? Dann müssen wir mit der Körperuntersuchung auch die unangenehmen Gefühle hochbringen. Ne? Und dann wird es nicht mehr unangenehm. Dann wird es nicht mehr angenehm. Ne? Dann, wenn man anfängt, ne, dann seine Hand, ne, dann die Säge anzusetzen und anfängt, die Hand zu zerschneiden, ne, abzuschneiden, ne, und dann sieht, ne, wie das Blut rausspritzt, ne, und dann wie die einzelnen Zähnen da, und das tut weh, ne. Und dann sieht man, und dann schaut man sich die Schnittflächen an, ne, so richtig frisch, ne. Und dann wird's unangenehm. Und das ist ein wichtiger Aspekt der Körperuntersuchung, ne. Dass wir rankommen an die Ablehnung, an die Gier und an den Hass. Ne? Und was ist eigentlich mit dem Aspekt, angenommen, man könnte den Körper so betrachten, dass man sieht, wo er schon ziemlich kaputt ist, schon ziemlich krank ist. Kann man das auch verwenden? Oder ist das... Ja, natürlich kannst du das verwenden. Es ist doch umso besser, wenn du das verwenden kannst. Ne? Ah, ja. Schau's doch an, ne? Dann geh doch mit den inneren Augen dahin und schaust dir an, was da kaputt ist, ne? Ja, ich habe diese Fähigkeit nicht, aber dann doch, du kannst, das ist ja doch das, was wir entwickeln müssen. Ja. Wer kennt sich denn besser als ein Arahant, ne? Der geht rein und schaut, was da los ist, ne? Und dann sieht er das, ne? Das ganze erste Team konnte Lungta Mahabohr, dürfen wir dir deinen Puls messen, dürfen wir das Fieber messen, du hast jetzt, na, das und das und das, ne? Und dann hat Lungta zu ihm gesagt, ich weiß besser, was bei mir los ist als ihr. Also durch das konzentrative Training bekommt man ein besseres Gefühl, dass der Körper irgendwie Probleme hat, ja, und wo es ihm gut geht, das ist wahr. Ja. Und kann man darüber dann auch Arbeit zusätzlich, natürlich, du kannst viele Dinge, kannst du einfach durch Kontemplation lösen. Viele der physikalischen Probleme, also gerade Verspannungen oder auch Probleme, ne, wo du mit einem bestimmten Körperorgan hast, ne, da gehst du kontemplativ ran, ne, und dann, wenn du da das untersuchst, na, dann merkst du, was da für Gefühle, was da für Erinnerungen, was da alles verborgen ist, ne, die musst du natürlich aufarbeiten, ne. Das ist das ganze Psychosomatische, ne? Das können wir alles auflösen. Das, was Kammer ist, das können wir abmildern. Aber nicht auflösen. Ich meine jetzt nicht so sehr als Therapie der Krankheit, sondern im Sinne der Körperuntersuchung. Richtig? Ja. Ist ja auch mit, ne? Wir untersuchen den Körper, wir suchen, ne? Die ganzen Sachen, unsere ganzen Gefühle, Erinnerungen, wo auch immer, unser Hass und unsere Gier, die sind ja alle überall im Körper festgemacht. Ne? Im Grunde genommen dieselbe Art von Untersuchung. Ne? Wir suchen, ne? Dann gehen wir da rauf, ne? Und plötzlich, ne, kommt dieser Ekel hoch. Ne? Warum habe ich da vor Ekel? Ne? Und dann untersuchen wir was anderes. Dann untersuchen wir die Haare. Ne? Oder habe ich gar keinen Ekel? Oder die Zähne oder die Fingernägel. Ne? Und dann, aber dann untersuchen wir es ein bisschen genau und dann, ne, überlegen wir, ne, wenn die Haare da in Abfluss sind, dann will ich die aber auch nicht mehr so. Ne, dann tue ich die auch lieber da gleich in die Toilette schmeißen. Ne. Solange die da oben auf dem Kopf sind, das fühlt sich so richtig angenehm an. Wenn sie dann in meine Suppe fallen, dann mag ich sie auch nicht mehr. In dem Moment, wo etwas von unserem Körper wegfällt oder rauskommt, dann finden wir das irgendwo eklig. Ist das euch schon aufgefallen? Oder ist es dir aufgefallen? Vielleicht, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, fällt es einem so langsam auf. Ne? So, schaut euch nur meinen Tagesablauf an. Ne? Das gebe ich euch sowieso mit an die Hand. Ne? Die tagtägliche Meditation, bevor man irgendwas macht. Ne? Die Stunde, wo man sich hinsetzt, bevor man überhaupt zur Arbeit geht. Ne? Und dann die Stunde, sobald man zurückkommt von der Arbeit. Ne?
Und dann, wenn man noch Zeit hat, noch eine Abendstunde. Ne? Aber am Abend dann, also vorm zu Bett gehen, wenn man noch nicht so müde ist, nachdem man Ruhe-Meditation gemacht hat, die Kontemplation. Was ist heute Morgen? Was habe ich gedacht, als ich heute Morgen aufgestanden bin? Was habe ich gedacht, als ich in den Spiegel geschaut habe? Was habe ich gedacht, oder was habe ich gedacht, was habe ich gefühlt, woran habe ich mich erinnert, als ich dies in den Zähne geputzt habe? Ne? Was habe ich und Frühstück gemacht habe und Frühstück gegessen habe und so weiter. Ne? Am Anfang können wir das gar nicht so detailliert, ne? Aber zum Ende erinnern wir uns jede Minute unseres Tagesablaufs. Und dann sehen wir die ganzen Dinge, die wir früher nicht gesehen haben. Gell, Silvia? So. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, ne? Die Entwicklung der Weisheit, ne? Mit welchen Leuten hatte ich Kontakt, ne? Den wir als Laien machen können. Wie habe ich reagiert? Warum habe ich reagiert? Ne? Wir fragen, ne? Warum habe ich reagiert? Wir antworten uns nicht, ne? Wir beobachten nur, ne? Also keine Gründe finden, warum wir so waren, wie wir sind. Ne? Das ist nicht das Betrachten. Ne? Das Betrachten ist nur, die Situation anzuschauen, und schauen wir uns sie objektiv an, sehen wir sofort, war sie unangenehm, ne? War sie heilsam oder unheilsam. Mehr brauchen wir gar nicht zu sehen. Ne? In dem Moment, wo du Erklärungen findest, ne, dann sind schon die Kleser am Werk und verteidigen deine Handlungsweise. Und wenn die anfangen, was zu verteidigen, da stimmt was. Da ist was faul. Wenn die anfangen zu verteidigen, warum du dich so verhalten hast, ne, da ist was faul. Ja? Und dann sofort nachbohren. Ne? Das ist das, was man als Laien machen kann und was die meisten unserer Probleme im Laiendasein lösen. Dann zusammen mit der kontemplativen Ruhe, ne? Und dann hat man ein relativ angenehmes Leben. Hm? Weil die Probleme sehen wir sofort, ne? Nach einer Zeit, ne? Nicht nach einem Tag, ne? Aber wenn er so ein kontemplatives Leben als Laien nimmt, Stunde vor, Stunde nach der Arbeit, dann Reflexion am Abend, am Anfang kann das eine Stunde dauern, ne? Die Reflexion. Weil man sich nicht dran erinnern kann. Später schauen wir den Tag an, zack, 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 zack. Das läuft praktisch in unserem Geiste ab, ne? Erinnert man sich an alles. Innerhalb von 5 Minuten hat man jeden einzelnen Moment seines Lebens hat man vor Augen. Ne? Und zwar nur die Beobachtung. Ne? Zack, siehst du das, da, das, das und das, das hat das, das ist das, das ist das, das ist das. Ne? Und dann am Wochenende, wenn man mehr Zeit hat, macht man halt ein paar Stunden mehr. Und wenn ihr das wirklich ernsthaft betreibt, dann wird sich innerhalb von 1-2 Jahren bei euch erheblich was ändern in eurem Leben. Kann nicht anders sein. Ne? Ihr fangt nämlich an zu sehen. Warum sagt denn unser erhabene Buddha, öffne die Augen und schaut hin. Weil die ganzen Dinge, die wir uns nicht anschauen wollen, die sehen wir dann plötzlich. Ne? Ihr müsst natürlich auch bereit sein, die Dinge zu sehen. Ne? Und wenn ihr dann für all euer Verhalten dann also Entschuldigungen findet, dann ist das nicht die richtige Art von Reflexion. Ne? Nur anzuschauen. Und wir wissen sofort, das war unheilsam oder das war heilsam. Das wissen wir sofort. Und dann schauen wir uns die Situation nur an. Ne? Wie gesagt, auch keine Labels, ne? Keine Label da drauf drücken. Ne? Ja, da habe ich aber jetzt recht gehabt. Das musste ich dem jetzt aber beweisen. Ne? Das ist sofort falsch. Ne? Das musste ich aber jetzt sagen. Ne? Sofort falsch. Ne? Da sehen wir die Situation nicht richtig. Ne? Sobald wir da irgendwas dazu tun, sobald wir da irgendwie eine Rechtfertigung finden oder ein Label drauf drücken, ne? Dann sehen wir die Situation nicht richtig. Ne? Da sind die Kalesas am Malen dran. Ne? Die haben ja immer ihren weißen Farbtopf. Ja, das war ja alles gut. Ne? Wir sind gut und die anderen sind alle schlecht. Ne? Und bis wir uns hinschauen und dann sehen wir, oh. Ne? Dann sehen wir bei uns den ganzen Dreck. Und dann sehen wir so viel Dreck, dass wir überhaupt keine Zeit mehr haben, die anderen anzuschauen. Ne? Da sind wir so mit unserem Dreck vor der eigenen Haustür beschäftigt, dass wir überhaupt nicht mal mehr die Zeit haben, vor die Haustüre der anderen zu schauen.
Ja, aber es kann ja sein, dass mir dann bei dieser Reflexion auffällt, das hast du aber gut hingekriegt. Ja, natürlich. Das mache ich auch. Ja, natürlich. Und das, und dann, dann fällt dir nicht nur das auf, ne, das habe ich gut hingekriegt, sondern dann fällt dir auf, ah, das müsste ich eigentlich weiterentwickeln. Ne? Und das sind die Sachen, die kommen dann von der Weisheit, ne? Die kommen dann vom Herzen, ne? Das sagt er dann, ne? Ah, das muss ich lassen, das muss ich weiterentwickeln. Ne? Und wenn dann jemand vor mir in den Parkplatz einfährt, den ich haben will. Dann freust du dich für ihn, dass er einen Parkplatz gefunden hat. Ja. Und wenn vor dir jemand vor der Ampel gerade noch durchgekommen ist, ne? Da freust du dich auch für ihn, dass er. Ne? Nein. Ja. Und dann frage ich mich, dann werde ich böse. Und dann habe ich vielleicht sogar ein Schimpfwort zur Hand. Ja. 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 Und dann gucke ich. Im Schwäbischen sagt man, du Säckel. Ja, Schimpfwort. Und dann muss ich jetzt gucken. War das jetzt Neid? War das Hass? Oder was? Wie läuft dann die Untersuchung? Die Untersuchung läuft, du schaust dir das Gefühl an. Ne? Ja. Du tust jetzt, wie ich gestern gesagt habe, kein Label drauf. Ne? Ob das Neid ist oder Gier ist. Ne? Du schaust das Gefühl so lange an. Ne? Beim ersten Mal klappt es nicht gleich. Ne? Das passiert ja Gott sei Dank häufiger. Ne? Und dann schaut man sich jedes Mal das Gefühl an, ne? Und es wird ja bei jedem Mal wird sie immer klarer, wo das herkommt. Ne? Und das Wissen kommt aus dem Herzen. Ne? Also bitte, ne? Das aufhören damit Labels. Ne? Die einzigen Labels, die zugelassen sind, ne, sind die Labels der Kantas. Ein Gefühl, ne? Angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl. Hm? Körper oder Sinne. Ne? Gedanken oder Erinnerung oder Bewusstsein. Also die Labels könnt ihr verwenden, aber alles andere, das war Neid, das war Gier, ne? Ablehnung und Nicht-Ablehnung, das kriegt ihr doch sofort mit, ihr wisst doch das, ne? Das braucht ihr doch nicht noch extra nochmal Label drauf zu drücken, ne? Der meistens falsch ist. Ne? Oh. Und mit der Zeit muss das kommt ganz klar. Ne? Jetzt kommt es mir ganz leicht vor. Das ja. Zu ja, das ist so schön. Und da muss ich mir dann auch keine Vorwürfe machen. Nein. Ne? Wieso sollst du dir Vorwürfe machen? Ne? Das sind ja die Kleesers, die dann, weißt du, die verführen dich, ne? Du Säckel zu sagen, ne? Und dann machen sie dir Vorwürfe, dass du es gesagt hast. Ja, das ist die Art von der Kleesers, ne? Ja? Vorwürfe, das ist, ne? Vorwürfe, Schuld, ne? Strafe, das sind keine buddhistischen Wörter. Scham. Vor etwas Schlechtem zu tun, das gehört ganz groß mit dazu. Ne? Scham und Scheu. Ne? Scheu, etwas Unheilsames zu tun. Ne? Wenn man es mal gemacht hat, ne? dann nehmen wir uns vor, sehen wir, das haben wir falsch gemacht, nehmen wir uns vor, von jetzt an mache ich das richtig. Das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Das mit dem Parken, ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Das nimmst du ja heute vor, das nimmst du morgen vor und übermorgen vor. Und dann nach 2 Monaten denkst du, ui, geduldig sein. Ne? Und in 3, 4, 5 oder 6 Monaten klappt es dann. Hm? Gerade wenn das richtig aus dem Bauch rausschießt, ne? Gar nicht mal über unser Herz oder Verstand geht, sondern das kommt direkt aus dem Bauch raus. Das ist, ups, kommt denn das her? Ne? Solche Dinge dauern halt länger. Ne? Und dann Geduld, Geduld, Geduld. Das ist ein Wort. Ne? Das gehört ganz groß mit in die buddhistische Lehre rein. Geduld, Geduld, Geduld. Ausdauer, Ausdauer. Ne? Nicht aufgeben, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Nicht aufgeben, wenn es beim dritten Mal nicht klappt. Nicht aufgeben, wenn es beim 10. Mal nicht klappt. Ne? Mit der Untersuchung, dass bei mir, bevor ich überhaupt eine Idee hatte, hat es 9 Monate und ich war ständig damit beschäftigt. Ja. Geklappt. Bevor ich da überhaupt wusste, ne, was ich da machen soll, wie ich da rankommen soll. Jetzt habe ich euch das alles erklärt, also bei euch müsste es innerhalb von 2, 3 Wochen müsste da was gehen. Ne?
ich muss mir das selber erarbeiten, weil ich damals noch nicht die thailändische Sprache gesprochen habe, also auch nicht die Vorträge hören konnte. Und nachher habe ich es gesehen, das hat er alles schön erklärt, ne? Bloß, na, ich habe das nicht mitgekriegt, ne? Weil ich die Sprache ja auch nicht verstanden habe. Aber ich hatte so eine Grundidee, ne, wie man da rangehen muss. Und ihr habt es jetzt einfacher, ne? Wird euch alles so im Grunde genommen auf dem Präsentierteller vorgelegt, ne? Ein Messer und Gabel schon zum alles zum Zerschneiden. Das sind wunderbar, oder? Man braucht ja jetzt nur noch auszusuchen, was er anfängt zu zerschneiden. Ne? Hm? Ja, ist doch schön. Tja, und dann wirst du auch merken, wenn du dann länger mal für 2, 3, 4, 5 Monate da vollkommen aus dem tibetischen Zentrum da raus bist und nur hier bist, dann kommen die Schwierigkeiten aber schon langsam so hoch. Total, total. Dann fragt man sich, wann rufen wir nicht wieder ins tibetische Zentrum? Nicht so, man möchte am liebsten jeden Tag zu seinem Lehrer rennen und sagen, wieso klappt das jetzt eigentlich nicht? Geduld. Geduld. Und wieder Geduld. Und immer wieder versuchen. Entweder in Samadhi zu kommen oder untersuchen. Ein steter Tropfen höhlt den Stein. Ja. Das sagt das weiche Wasser, ne? Das weiche Wasser, ne? Das, wenn es immer auf dieselbe Stelle fällt, ne? Wenn wir immer wieder die Untersuchung auf derselben Stelle machen, ja, dann kann der Stein nicht anders, als sich auszuhöhlen, ne? Bis er dann weg ist. Aber wir müssen halt immer dieselbe Stelle, ne? Wenn man da mal einen Tropfen, das verzischt dann alles. Dunstet, ne? Das ist wie beim Samadhi, ne? Wenn wir einmal da konzentrieren, oder wenn wir dann unsere Erwartungshaltung nachgehen, warum passiert das jetzt nicht und so weiter, ja, dann kommt das Loch nicht zustande. Wenn wir da an derselben Stelle immer graben, ja, dann muss ein Loch entstehen. Wenn wir dann sagen, oh, da ist es so schwierig zu graben, dann grabe ich lieber da. Da ist es so schwierig, dann grabe ich lieber da. Ne? Dann grabe ich lieber da oder da oder da oder da. Ne? Ja, dann kommt nirgendwo ein Loch zustande. Und wenn ich immer an derselben Stelle bin, deswegen Einspitzigkeit, ne? Immer auf demselben Punkt. Ne? Entweder auf dem Buddha oder auf dem Atem an der Nasenspitze. Also ihr habt mich ganz schön ausgezuzelt. So, mach mal jetzt da, wenn keine wichtige Frage ist, ne? Meditation. Ne? Vielleicht steht er vorher noch auf und lüftet, macht die Tür auf und das Fenster noch auf. Die Knochen, die alten Knochen. Ja, da spürt man, mit dem Alter spürt man jede Muskel, jede Sehne, jeden Knochen, ne? Alles. Aber das Gehirn tut gar nicht weh. Nee, das tut nicht weh. Ne? Das ist ja unser Vergnügungszentrum. Ne? Damit vergnügen wir uns ja, ne?
Damit erdenken wir uns die Zukunft und verschönern die Vergangenheit. Täuschen uns auch selber. Geben uns der Selbsttäuschung hin. Ne? Und wenn uns dann jemand enttäuscht, ne, dann sagen wir, du hast mich aber enttäuscht. Ne? Und dann sind wir aber bitterböse. Ne? Das finde ich aber nicht so schlimm, wie wenn jemand sagt, du hast mich enttäuscht. Oder ich habe mich in dir enttäuscht. Das finde ich schlimmer. Wenn jemand mich enttäuscht, finde ich nicht schlimm. Aber wenn ich mich in einen Menschen enttäuscht habe, das findest du dann schlimm. Ja, ist im Grunde genommen ja, das ist halt dann nur gewisse Wortwahl. Ne? Also für mich, wenn jemand zu mir sagt, ich habe ihn enttäuscht, ne? Weil er von mir etwas anderes erwartet hat, ne? Gut, das ist vielleicht noch eine Stufe stärker. Ne? Ich habe mich in dir getäuscht, ne? Das ist also, du bist ja vollkommen unter dem Strich durchgefallen. Ne? Und dann müssen wir feststellen, wir haben uns in uns getäuscht. Oh ja. Eine vollkommen falsche Vorstellung von uns selber. Ne? Das ist dann der größte Schock, wenn man das sieht. Ha? Ja? Ja. Darum ging es eigentlich die ganze Zeit. Das, was du denkst, du bist, das, was du denkst, du willst, das, was du denkst, du fühlst, darin täuschst du dich ständig. Ja, okay. Ja. Das Ich ist ja nichts anderes als diese große Täuschung. Ne? Das, was wir als Ich, ne? Solange wir das auf diesen fünf Gruppen da verteilen können, sehen, das ist der Körper, das ist Gefühl, das ist Erinnerung, das ist Assoziation und das ist Gedanken und das ist Bewusstsein, haben wir ja keine Probleme. Aber sobald wir daraus das Ich mixen, ne, dann kommt jemand her, ne, so bist du aber nicht. Ne? Und sofort, warum nicht? Ne? Sofort kommt die Verteidigung hoch. Ne? Sobald uns jemand angreift, kommt sofort die Verteidigung. Aber noch schwieriger finde ich eigentlich, als wenn man angegriffen wird, wenn man, vor allem wenn es unerwartet ist, eine allzu schöne Bestätigung. Das finde ich noch schwieriger anzugreifen irgendwie. Eine schöne Bestätigung? Nein, es ist, wenn jemand irgendetwas sagt, was einem in seinem Selbstbild entgegenkommt, das finde ich, dem finde ich schwieriger beizukommen. Aha. Also das heißt, wenn dich jemand lobt. Ja. Das ist aber so eine ganz typische deutsche, ne? Problematik, ne? Von der Erziehung. Ne? Wir können sagen, du bist ein Depp, ne? Mit dem können wir besser umgehen, ja, als du bist ja ganz toll. Ne? Ja, ja. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja? Ja? Ja, irgendwas hat er vor, ne? Da kann das nicht mit rechten Dingen zu, ne? Will der mich anbaggern oder was? Nee, das ist es nicht. Nein, ich weiß das, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ne? Ich kenne das von mir ganz klar, ne? Wenn mich jemand gelobt hat, das konnte ich nicht akzeptieren, ne? Das bei meinem Vater war das auch nicht, ne? Das war selbstverständlich. Dass ich so bin, wie ich bin, das ist selbstverständlich. Wenn ich schlecht bin, das muss gesagt werden. Aber wenn ich gut bin, das darf nicht gesagt werden. Ne? Das ist selbstverständlich. Das ist so eine Eigenschaft der alten deutschen Erziehung. Man wird nicht gelobt. Die Eltern loben einen nicht, wenn man was gut tut, sondern die Eltern bemängeln nur, was man schlecht tut. Ne? Und da habe ich natürlich in meinem ehrwürdigen Lehrmeister das Exempel gesehen. Ne? Gelobt wirst du da nicht, ne? Wenn du was tust, gut tust. Ne?
der macht dich nur darauf aufmerksam, wenn du was Schlechtes tust. Ne? Wenn du vom Weg abgehst. Ne? Die tibetischen Lamas sind nicht so, die loben einen so viel. Und da wird man auch total misstrauisch. Da denkt man jetzt, was will er jetzt irgendwie? Er will doch bestimmt irgendwie wieder, oder für irgendwas, man versucht dann das rauszufinden. Hm. Aber da ist natürlich nichts, weil die allgemein... Das ist von ihrer Natur aus, ne? Sie finden allgemein die Westler halt, verglichen mit den Chinesen, finden sie sie einfach gut. Ja, natürlich, wir haben ja gewisse... Was? Die moderne Pädagogik besteht nur aus Loben. Naja, das macht natürlich alles kaputt, ne? Wir sind nicht nur gut, ne? Nee, wir sind nicht nur gut. Ja. Aber verglichen mit den Chinesen und den Tibetern haben wir dann doch Vorzüge in ihren Augen, um das mal so auszudrücken. Ja. Weil die Tibeter kommen nicht zu den Belehrungen. Nein. Auch wenn dann noch so hohe Lehrer sitzen. Nein. Die kommen dann nicht und die wollen nur Einweihung haben. Aber die Westler kommen zu den Belehrungen, schreiben alles mit und stellen Fragen. Und ja, das freut ihn natürlich. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Aber wenn sie die dann loben, dann wird man misstrauisch. Nein, muss man natürlich. Dann muss man natürlich dann sich fragen. Ne? Wenn man natürlich in dem Land lebt, ne? Dann weiß man genau, woher das kommt. Später ne? lernen die das, dann wissen die das. Wenn du in Tibet lebst, weißt du sofort, ne, woher das herkommt. Ne? Weil du siehst ja die Tibeter und du siehst ja die Westler. Ne? Und die Westler, wenn sie normalerweise in so ein Land kommen, ne? Dann hat der Mahabohr lobt ja im Grunde genommen auch die Westler. Ne? Sagt, das stellt er immer wieder als Beispiel dar. Ne? Schaut, ne? Die kommen von 10.000 Kilometer Entfernung hierher, um das Dhamma zu suchen. Ihr lebt hier in diesem Land und habt überhaupt kein Interesse daran. Ne? Ja, das stimmt ja auch dann. Ne? Aber das sind aber auch nur ganz wenige. Ne? Wenn der ehrwürdige Lehrmeister dann hierher kommt, ne? Und dann sieht er, ne? Dann geht er hier durch das Dorf, ne? Und dann sieht er keiner. Ne? Wenn er dann in seinem Dorf ist, ne, dann kommt da mindestens 25-40% der Leute kommen dann in den Tempel, ne. Und jetzt überlegt man in Hamburg, ne, kommt kaum jemand. Von den fast 2 Millionen Menschen kommen, wie viel haben da Interesse? Vielleicht 10.000? 50 waren es heute. Was? 50, ne? Aber insgesamt, ne, vielleicht 1000 Leute, die mal mit dem Buddhismus in Berührung kommen, mit allen Formen von Buddhismus, ne? Ja. Von 2 Millionen, ne? Und dann sieht man halt die Relation, ne? Die Interesse haben, ne? Die gehen dann auch dann in das Land hin, ne? Und bemühen sich dann natürlich auch, weil sie gerade einfach so weit weg sind, ne? Die haben ja dann im Grunde genommen, haben sie ja die ganze Familiengeschichte abgeschnitten, ne? Wenn sie da ordinieren, ne? Sie sind zu weit weg, ne? Da hat man keinen Kontakt mehr. Und die Thai-Mönche, ne? Da kommt halt die Familie am Wochenende die besuchen. Oder dann nicht jedes Wochenende, sondern ab und zu mal dann im Jahr, dann sieht man sie, dann spricht man mit denen. Und diese Ausdauer, ne, und auch gerade das, was bei den Meistern gelobt ist, ne, diese Unabhängigkeit vom Essen, ne, dass sie das meistens gar nicht interessiert, ne, die sind froh, wenn sie was zum Essen haben, ne, und die meckern da nicht großartig rum, außer wenn das natürlich eingefleischte Vegetarier sind, ne, die können dann in so einem Tempel einfach nicht bleiben, weil es da hauptsächlich Fleisch gibt, ne, das, was halt die Laien geben, ne. Die Laien essen gerne Fleisch und dann geben sie Fleisch. Ja. Das heißt, Tibet ist das, glaube ich, anders. Das sind sie Vegetarier. Nee, die Tibeter da oben in 4000 Meter Höhe wächst ja nicht so viel außer Gerste. Und die haben sich von Jagdfleisch überwiegend ernährt. Und die alten Gesches, die alle aus Tibet noch kommen, die haben alle Fleisch gegessen. Das sind jetzt erst die neueren Tibeter, die in Indien geboren sind. Die sind Vegetarier zum großen Teil. Aber überwiegend essen die Tibeter Fleisch. Okay. Das ist ähnlich. Ne? Und die Menschen essen halt gerne. Ne? Das war vor 30 Jahren, oder wo ich ankam, ne, gab es auch selten Fleisch. Die Leute sind etwas reicher und wohlhabender geworden. Ne? Und dann das Erste, was sie wollen, auch im Westen, ne? Nach dem Krieg, ne? Das Erste, was die Leute, worauf sie sich gesehnt haben, war ein Stückchen Fleisch.
So einfach so. Ne? Warum sind die Metzger als Erster reich geworden? Ne? Nach dem Krieg. Ha? Weil das Bedürfnis der Menschen, nachdem sie da gehungert haben mit den süßen Rüben, ne? Die man da kaum nur noch bekommen hat, ne? Kartoffeln gab es da kaum mehr, ne? Obst, das war sowieso, ne? Und dann, sobald sie ein bisschen Geld in der Tasche haben, ein Stückchen Fleisch, ne? Ja, das ist einfach so, da kann man auch nichts sagen, ne? Und dann geben sie das natürlich auch gern, was sie gerne selber essen, ne? Und das kann man ihnen ja auch nicht verübeln, ne? Und der Mönch nimmt halt das, ist halt das, was er kriegt, ne? Nur eingefleischte Vegetarier haben da ihre Probleme. Die Devatatas. Devatata war Vegetarier. Richtig. Der hat ja am Abend dem Buddha vorgeschlagen, dass alle Mönche Vegetarier sein sollen. Mhm. Und dann hat der Abend dem Buddha gesagt, sprich nicht so, mein Cousin. Und er hat, sprich nicht so, Devatata. Er hat auch vorgeschlagen, dass alle Mönche in den Wäldern leben sollen. Hat er auch gesagt, sprich nicht so, mein Devatata, ne? Der wollte ja unbedingt, ne, diesen Sangha spalten, ne? Der wollte ja den ganzen Ruhm, ne, des erhabenen Buddhas haben, ne? Und deswegen hat er versucht, ihn umzubringen. Deswegen heißen alle Vegetarier Devatata. Nein, die extrem sind, ne? Nein, nicht die Vegetarier, die herkommen und verlangen, dass die buddhistischen Mönche Vegetarier sein sollen. Die sind Devatata, die anderen, das ist es doch. Finde ich gut. War auch Vegetarier. Nein, die Menschen nicht. Na, ich meine nur die sagen, warum seid ihr keine Vegetarier? Ihr mit eurem Tun, da lasst ihr die Tiere sterben. Das hat mit uns nichts zu tun. Ne? Die Metzger, die schlachten die Tiere, ne? Weil sie wissen, mit dem verdienen sie viel Geld. Weil andere, wenn sie ein Tier sehen, dem können sie kein Leid antun. Ne? Das Fleisch essen sie aber trotzdem gar nicht. Ne? Und deswegen, ne? Mit ihrem schlechten Karma verdiene ich sehr viel Geld. Ne? Und die Armen, wenn man sich das dann anschaut, ne? Wenn die Metzger dann, habt ihr so älter, so 60-jährige, 70-jährige Metzger gesehen, ne? Wie ihr Gesicht ausschaut? Genauso wie das Tier, das am meisten schlacht. Und wo werden die wohl wiedergeboren? Da braucht man gar nicht zu fragen. Ja, genau. Genau als die Tiere. Und dann müssen sie genauso oft durchgehen. Ne?